Diese Live-Sendung wird Ihnen präsentiert von LPVD. Medienproduktion, Livestreaming und Verleih. www.lpvd.at. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Mittlerweile schon der dritte virtuelle Stammtisch. Und ihr seht es, heuer ganz neue Location und ein bisschen umgebaut ist in der Zwischenzeit auch geworden. Heute sind wir in der Sportsbar in der Kegelbahn und wir freuen uns auf einen interessanten Talk mit unseren vier Gästen, die ich in Kürze begrüßen darf. Und natürlich begrüßen wir euch, liebe Fans, liebe Eishockey-Fans, zu einer noch sehr, sehr jungen und frischen Saison. Und zwei von den vier, die sind auch erst vor kurzem quasi wieder retour aus dem Ländle. Mal zu euch, grüß euch, natürlich Geschäftsführer der Zeller Eisbären, Schwarz Patrick, unsere 30 im Tor, Max Zimmermann, die 67, Servus, Patrick Kittinger und Equipment Manager ohne Nummer, aber die Nummer 1 mit Tommy Grabmeier, Toni Arnold. Liebe Eishockey-Fans, solltet ihr heute Fragen haben, dann bitte einfach über Instagram, Facebook, Social Media, ihr kennt ja, was zu tun ist, einfach kommentieren bzw. uns Fragen stellen und natürlich auch gerne im YouTube-Channel. Da sind wir natürlich live mit dabei und deswegen können wir gerne die Fragen, die ihr uns stellt, sehr gerne beantworten. Nun aber zu euch,
lieber Patrick, wir starten natürlich standesgemäß mit dir. Wie geht's da? Erste Frage, noch das Mikrofon, das wäre das Wichtigste. Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe dir auch. Ja, feine super. Sache. Ich freue mich auf den Samstag, wenn es wieder zu Hause losgeht, gegen Meran vor hoffentlich wieder gut besuchtem Haus. Und da schon mal eine Frage, die ihr gar nicht so drinnen steht im heutigen Regieplan. Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit dem Zuschauerschnitt der Zeller Eisbären zu Hause in der Kekelit Arena? Ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich sage, wir wären nicht zufrieden, aber bis dato muss man sagen, über die ganze Vorbereitung hin und der Saisonstart jetzt, sind wir absoluter Spitzenwert in der Liga und auf das wollen wir aufbauen und ja, können wir glaube ich stolz darauf sein, dass unsere gesetzten Maßnahmen auch so greifen und die Initiativen, die wir gemeinsam umsetzen, dann auch so funktionieren. Also sind wir zufrieden. Wunderbar. Es war eine lange, intensive Vorbereitungsphase. Kurzes Fazit vom Sommer deinerseits. Wie intensiv sind denn für dich und dein Team die Vorbereitungen, dass man alle Spieler frühzeitig im Kader hat oder das Kollektiv beisammen hat? Ja, war schon ein sehr intensiver Sommer, muss ich sagen. Also ja, wir haben doch wieder einige neue Spieler gekriegt und die ganzen Gespräche und alles, das dauert schon seit Zeit, auch organisatorisch dann rundherum, also auch im Organisationsteam und im Vorstandsteam wirklich alle einen super Job geleistet und ja, bin wirklich stolz, dass ich mit alle dort zusammenarbeiten kann und dass das so gut funktioniert hat und ja, die Burschen haben sehr gut trainiert im Sommer, sind fit und ja, Sommer ist eigentlich so schnell verflogen, dass wir im August gesagt haben, Wahnsinn, jetzt ist schon wieder vorbei, also es geht rucki zucki immer. Nach der Saison ist vor der Saison, das ist einfach ein Credo von jedem Verein. Und liebe Eishockey-Fans, wir möchten das heute natürlich wieder ein bisschen bunt gestalten mit euch gemeinsam, natürlich auch mit den vier Herren, die heute da sind. Und deswegen, lieber Toni, mal eine Frage an dich. Sommervorbereitung natürlich für den Verein, für den Vorstand sehr intensiv. Man schaut, welcher Österreicher, welcher Legionär passt perfekt zum Team. Wie intensiv ist denn für dich als Equipment-Manager die Vorbereitungsphase? Ja, ich würde sagen, es ist fast ähnlich wie im Vorstand. Ich bin nicht allein, das Team besteht aus mir, aus dem Grabmeier Domme und dem Rilsberg Anton, der was im Vorstand für die Ausrüstung zuständig ist. Wir starten so Ende Mai, spätestens Anfang Juni, wenn wir von Patrick oder von der Kathi die Kaderliste kriegen. Ich nehme dann Kontakt zu den Spielern auf, die Österreicher rufe ich gerne an und rede mal persönlich mit einer erstes Kennenlernen. Die Ausländer machen wir meistens über E-Mail. Dann werden Fragen gestellt, was braucht es, was braucht es für eine Schuhe, braucht es irgendwelche Spezialsachen, was, ganz banale Sachen, Schuhgrößen, Körperausrüstung. Und dann müssen wir schon starten mit der Bestellung, weil uns geht es nicht anders wie der restlichen Wirtschaft. Es ist sehr schwierig derzeit, das Material herzubekommen. Wir haben teilweise sehr lange Lieferzeiten, teilweise auf ganz banale Sachen, teilweise ganz normal, es ist schwierig. Und wie gesagt, es geht dann relativ schnell. Es ist Zeitgriff, ein nach der Reihe. Die Kabine muss hergerichtet werden, es muss alles vorbereitet werden. Und weil der Patrick gesagt hat, auf einmal ist schon August und dann kommen wir schon die Spieler. Dann geht die Saison auch schon los und deswegen, lieber Max, die Frage mal auch an dich. Bist du ein Tormann, der viele Extrawünsche im Vorfeld stellt oder eher ein klassischer zufriedener Tormann bist? Ich würde fast sagen, dass ich relativ schnell zufriedenzustellen bin. Ich glaube, viele extra Würstel brauche ich nicht. Ein paar Sachen, auf die ich bestehe, die gibt es schon. Die wären zum Beispiel? Meine Eislaufschuhe, weil ich oft Probleme habe mit meinen Schuhen. Aber mittlerweile, ich habe eine Marke gefunden, die mir richtig gut passt, mit der ich richtig zufrieden bin. Die spiele ich jetzt schon seit guten 6-7 Jahren und von denen aber will ich nicht mehr. Aber nicht das gleiche Paar seit 6 Jahren. Gott sei Dank nicht das gleiche Paar. Aber mit der Marke bin ich sehr zufrieden und von denen würde ich nie weggehen. Wie viel Verschleiß hat ein Tormann im Vergleich zu einem Stürmer? Schlägertechnisch? Puh, ist glaube ich relativ gleich. Patrick, nimm mal das Mikrofon auf, bitte. Können wir gleich einen Dialog starten? Ist glaube ich relativ gleich. Ja, ich glaube, dass da nicht viel Unterschied ist.
man muss sagen. Was genau meinst du mit Verschleiß? Verschleiß, also ab und zu ist ja doch so, dass der Schläger gerne mal irgendwo in die Ecke geschlagen wird, aus kleinen Wutausbrüchen heraus das resultiert. Das passiert bei uns nicht, aber... Gibt es dafür so eine Sporkasse? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ein Spieler, ein Stürmerverteidiger braucht auf jeden Fall mehr Schläge als ein Tormann, denke ich. Wie ist denn bei dir so die Auswahl? Bist du auch sehr wählerisch, beziehungsweise bist du auch ein Spieler, ein Typ, der was sagt, okay, bin eigentlich mit dem Standard-Setting zufrieden? Ich spiele meine Eiserschuhe Standard bis auf die Schläger. Da haben wir das Privileg, dass wir uns aussuchen dürfen, was für einen Grip wir haben wollen oder was für eine Art von Flex, wie lang soll der Schläger sein. Und er soll einfach lang genug sein, hart genug und die passende Schaufel haben und dann passt es. Als Laie darf die Frage gestellt werden, spielt ihr grundsätzlich dann immer mit dem gleichen Schläger, also Flex etc. oder gibt es auch hin und wieder mal Veränderungen im Schläger oder beim Schläger? Es kommt drauf an. Am Anfang von der Saison habe ich persönlich oder im Sommer weicher gespielt, 5 Flex weniger, als wie ich jetzt spiele, warum auch immer. Aber sonst eigentlich wird nicht viel darum herum bastelt. Bei mir nicht, aber ich glaube schon, dass es bei anderen, wie zum Beispiel Ali Vukovic, schon der Fall ist. Sehr, sehr spannend, liebe Eishockey-Fans, die heute mit dabei sind live. Wir haben zwar Pinzgauer mit dabei und zwar waschechte Wiener, also eigentlich eine sehr coole Ergänzung zum heutigen Abend. Und natürlich kurz nochmal die Frage zu dir, wer ist denn so der ausgefallenste Spieler, der wirklich viele Wünsche hat oder Anregungen? Darf man da die Rückennummer sagen, dann ergänzt sich der Name automatisch oder behält man das lieber in der Kabine? Nein. Oder die Jungs schmunzeln ein bisschen. Also vermutlich gibt zumindest der Marc schmunzelt. Nein, ich muss sagen, es gibt immer wieder Spezialisten. Wobei, heuer bin ich eigentlich relativ zufrieden. Das sind sehr bescheidene Burschen. War letztes Jahr vereinzelt ein bisschen anders da. Aber wie gesagt, es gibt dann immer wieder welche, die was. Wir haben Warriors Ausrüster, die kommen von anderen Ausrüstern. Wissen halt am Anfang nicht, wie sind die Schläger, was brauchen sie. Dann ist halt meistens nach der ersten Bestellung weiter ein bisschen was geändert noch, aber grundsätzlich ist keiner dabei, der was richtig jetzt aus der Reihe tanzt und irgendwelche Sonderwünsche hat. Gibt es bei euch vielleicht jetzt teamintern im Equipment-Bereich Statistik, wie viele Schläger eigentlich da über die Saison gebraucht werden? Ja, wir haben heuer, schreiben wir mit, das erste Mal. Darum kann ich es jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich sage mal, letztes Jahr war ungefähr der Durchschnitt so 10, 15 Schläger pro Spieler pro Saison. Die Spitze 30 und andere kommt mit 8 oder so aus und da gibt es ja ungefähr der Durchschnitt. Lieber Patrick, das ist natürlich auch eine Variable im Budget, oder? Kann man das so andeuten, so sagen? Oder hat man da einen guten Partner an der Seite mit Warrior? Warrior ist ein Spitzenpartner, ist eh schon eine langjährige Zusammenarbeit und da sind wir sehr zufrieden. Also das funktioniert wirklich sehr partnerschaftlich. Und ja, es ist das Ausrüstungsbudget ist tatsächlich 5.000 auf, 5.000 abwärts. Das kannst du nie so ganz genau sagen. Du kannst das schon steuern und ein bisschen anschauen während der Saison oder in was für Richtung das geht, aber das Thema ist immer mit den Schlägern und je mehr Profis und je mehr Spieler du hast, je mehr Trainingszeiten und Spiele, desto höher ist natürlich der Verschleiß, aber ich habe es mir gerade angeschaut gestern und oder heute eigentlich und bis dato sind wir sehr gut im Rennen, also sind wir zufrieden. Du hast es eben erwähnt in einem Satz, zufrieden. Zufrieden ist man einerseits mit den vielen tollen langjährigen Partnern und Sponsoren, mit den Fans in der Halle. Wie zufrieden, kurzes Fazit jetzt noch 6 Runden in der Alps Hockey League, der Zeller Eisbären? Wir haben einen guten Start gehabt in die Saison, haben gegen Klagenfurt und Ritten 2 super Spiele gehabt, eine unnötige Niederlage in Cortina, haben dann Lustenau auswärts geschlagen, war eine souveräne Auswärtspartie, würde ich jetzt einmal sagen, kein Glanzspiel, aber wir haben das souverän runtergespielt, sind super zurückgekommen im dritten Drittel, war gegen Jesenice letzte Woche, war eine sehr emotionale Partie. Also viele Emotionen am Eis, sehr nach dem Eis. Ja, und auch auf den Zuschauerringen, also jeder Eishockey-Fan ist da voll auf seine Kosten gekommen. Und ja, gestern in Dornbirn gegen Bregenzer Wald war wieder Kategorie unnötig und das müssen wir vermeiden in Zukunft.
der Geschäftsführer, quasi der Chef, sagt unnötig, Patrick, du bist gekommen, um viele Punkte zu sammeln. Ich habe mal kurz die Statistik rausgesucht von letzten Jahr. 29 Spiele, 11 Tore, 10 Assists und unter anderem 3 Tore letztes Jahr in einer anderen Dress, und zwar für die Kitzbüheler gegen Zell am See. Also relativ eine gute Quote in der Eisarena von Zell am See. Wie schmerzhaft sind denn 2 Niederlagen mit einem Tor Unterschied, also gegen Cortina und jetzt gegen Bregenzer Wald mit 4:3 dann zu verlieren und als Verlierer vom Eis zu gehen? Es schmerzt, weil wir einfach die bessere Mannschaft sind, und es schmerzt einfach, weil wir in Cortina nicht gut genug uns vorbereitet haben, beziehungsweise wir haben die ersten 2 Drittel einfach verschlafen, aus welchem Grund auch immer. Und das vor allem auswärts müssen wir vermeiden, weil einfach auswärts sehr, sehr wichtige Punkte sind. Zu Hause in der Gekelit Arena ist, sage ich mal, sehr schwer uns zum Schlagen, vor allem mit den Fans im Rücken. Es ist, die peitschen dich schon an. Max, du bist seit letztem Jahr in Zell am See und du genießt ein bisschen einfach die Stadionatmosphäre. Wie wichtig oder beziehungsweise der Unterschied eigentlich ist eigentlich der Höhenunterschied zwischen Cortina und Zell am See? Merkt man das als Tormann? Cortina liegt doch ein bisschen höher als Zell am See. Auf jeden Fall. Aber ich würde fast sagen, im Warm-up spürt man es ein bisschen. Und sobald das erste Drittel losgeht, hat sich das Ganze erledigt und der Kopf ist wieder nur beim Spiel und die Lunge hat sich einigermaßen dran gewöhnt. Und dann geht das alles so dahin. Ich bin ja auch ein Fan von Statistiken. Vor der Partie gegen Bregenzer Wald 95,8 der Schnitt, Fangquote. Dann rasselt es 4-mal im Tor, dann ist der Schnitt bei 92. Wie persönlich gehst du mit dem um, wenn es einfach 4-mal gegen Bregenzer Wald einnetzt? Schimpfst du ein bisschen mit den Verteidigern hin und wieder? Ab und zu. Mit der Defense? Ab und zu schon, ja. Am Spiel oder in der Drittelpause? Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. In der Drittelpause versuche ich alle ein bisschen in Ruhe zu lassen, wenn es grobe Sachen sind, so wie zum Beispiel Sachen, wenn der Gegner probiert, jedes Mal den Pass von hinterm Tor in den Slot zu spielen, rede ich mit den Verteidigern und sage, okay, nehmt den Passweg weg, schauen wir, dass wir das verhindern, weil das ist eine richtig gefährliche Situation. Aber sonst, ich bin jetzt keiner, der unterm Spiel hingeht und sagt, das ist ein kompletter Blödsinn. Bist der Ruhepol. Mehr oder weniger. Ich probier's. Meistens. Ich probier's, ja. Ja, wir haben ja dazu mal im Sommer bei der Spielerpräsentation am Startplatz das Goalie-Trio bekannt gegeben. Wie ist die aktuelle Situation? Habt ihr gutes Miteinander? Sehr gut sogar, ja. Es sind 3 Top-Damener, man sieht es im Training, wir peitschen uns gegenseitig so nach vorne. Und das macht einen einfach besser. Dieser Battle in jedem Training, du willst spielen. Und du weißt ganz genau, wenn du mehrere Trainings hast, wo du nicht gut performst, spielst du nicht. Dann spielt ein anderer und das willst du natürlich nicht. Das heißt, du weißt ganz genau, du musst jeden Tag deine Leistung bringen und das bringt natürlich die ganze Mannschaft voran. Leistung ist ein gutes Stichwort, lieber Patrick. Legionäre auszuwählen und dann nach Zell am See zu holen, ist im Vorfeld immer eine schwierige Situation. Und wir kennen grundsätzlich das Publikum im Eishockey, wenn es am Anfang nicht so läuft wie gewünscht, dann wären gleich die Stimmen ein bisschen lauter. Fazit von dir, die Legionäre, sind sie gut genug, qualitativ, so wie man sich es gewünscht hat? Ich würde einmal sagen, die lauten Stimmen, das gehört zum Business dazu. Absolut. Und ja, aktuell passt es. Freddy Wieden und Jesper Ackermann haben wir gewusst, was wir gehabt haben. Beim Tommy Villenius auch, der hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Kommt aber jetzt auch immer besser in Fort. Das ist auch wieder eine neue Gegend, ist gerade Papa geworden, neue Mannschaft, neues System und ja, wir wissen, was wir am Tommy haben und was der Tommy kann und deswegen ist er da. Und der Alexi Hemmelainen, haben auch gewusst, was wir kriegen, hat in Polen gespielt, hat dort ein gutes Court, ist ein Two-Way-Spieler, also er arbeitet sehr gut nach vorne, aber auch nach hinten. Das war das, was wir wollten. Wir wollten nicht nur einen Offensivstarken haben und ja, ist schon noch Luft nach oben da. Also wäre jetzt nicht realistisch, wenn ich sage, nein, es passt alles. Also da ist noch Steigerungspotenzial da, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass sie das die nächsten Spiele dann
auch regulieren wird und dass wir da hinkommen, wo wir alle hinwollen. Die Saison ist noch jung und im Oktober hat noch keiner irgendwas gewonnen. Und ja, die Spieler brauchen immer eine Zeit, bis sie sich an das Umfeld gewöhnen. Und wir dürfen da auch nicht zu viel Druck ausüben auf die Spieler, weil es kann auch in eine andere Richtung losgehen. Und wir wissen, was die Leute kennen, und der andere braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger Zeit. Und ja, das Wichtigste ist, dass dann in 2-3 Monaten jeder auf seinem Leistungsniveau ist, beziehungsweise dann in der Crunch-Time, wenn es richtig losgeht. Bisher sind wir ja etwas verschont geblieben von den Verletzungen im Verhältnis zum letzten Jahr. Ja. Ist das einfach eine gute, intensive, genau, können wir alle mal jetzt aufs Haus klopfen, machen wir eine gute Bar, um auf die Saison einfach glücklich nach vorne zu blicken. Ist man somit einfach dann auch mit dem Vorbereitungsmodus zufrieden, wie es die Trainer heuer angepackt haben? Ja, ich denke schon, wir haben zuerst einmal 10 Tage Zeit gehabt, bis wir das erste Spiel haben. Das finde ich jetzt zum Beispiel ganz gut, auch wenn es für die Spieler Zach ist, nur trainieren. Aber es ist trotzdem gut, weil du dir ans ganze Equipment, an die Ausrüstung und alles gewöhnen kannst. Und das ist einfach für die Spieler mittel- und langfristig gesehen sehr wichtig. Die Spiele, die Gegner waren sehr intensiv und gut. Wir haben als letzter gegen Regensdorf gespielt, Regensdorf gegen Regensburg. Und ja, ist eine DL2-Mannschaft. Und die haben uns dann schon im letzten Spiel ganz klar die Grenzen aufgezeigt und dann was wir arbeiten müssen. Und die Vorbereitung hat eigentlich der Trainer so geplant und ich finde, dass die super waren. Wir haben gegen gute Mannschaften gespielt und ja, Deckendorf, die haben so viele ehemalige Nationalspieler drinnen, also da ist schon sehr viel Qualität da gewesen und summa summarum muss man sagen, mit der Vorbereitung bin ich eigentlich schon sehr zufrieden gewesen, also die hat gut gepasst, weil wir es auch nicht einfach gehabt haben, viele Verletzte, Kranke, Ausfälle, immer andere Linien, wir haben kein einziges Spiel mit, ich glaube, nur 80% vom Line-Up antreten können, also das muss man schon auch sagen, muss man immer sehr viel improvisieren und ja. Also hat es passt. Patrick, du bist heuer neu nach Zell am See gekommen. Was waren denn so eigentlich die Beweggründe, außer dass wir eine schöne Landschaft haben und eine schöne Region? Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, Zell am See ist die neue Heimatstätte von Patrick Kittinger? Der ausschlaggebende Punkt, ich habe es im Sommer schon mal angesprochen, war, dass es hat sich in meiner ganzen Karriere noch kein GM um mich so bemüht wie der Patrick. Und das rechne ich hoch an, respektiere ich, bin sehr dankbar für das und muss auf jeden Fall Credit geben. Und ein anderer Punkt war auf jeden Fall auch der Max. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Mir kann es nicht besser gehen. Wie oft fällt bei euch das Urleibernd? Schon oft. Sehr oft. Ja, färben die Jungs schon ein bisschen ab in der Kabine oder ist es noch eher so quasi, Jungs, jetzt Wiener Dialekt bleibt in Wien? Ich glaube, bei mir hört man schon ein bisschen. Ja, das ist schon ein Pinzgauer. Max ist schon ein Pinzgauer. Ja, Max hat gerade viel Übung in Sachen Kindererziehung oder Betreuung auch, oder? Stimmt, ja, das stimmt, absolut. Okay, dann natürlich die Frage, Ziele einer Saison, beziehungsweise man kommt als neues Teammitglied in eine neue Mannschaft rein, geht man immer gleich in die Vorbereitungsphase rein, gerade im Sommer, individuelles Training, wie bereitest du dich vor? Ich persönlich bin ein Spieler, ich lege sehr viel Wert auf mein Sommertraining. Wenn ich nicht fit genug bin oder für mich selber nicht persönlich gut genug bin, auch fit genug bin im Sommer, dann weiß ich, dass ich nicht durch die Saison durchhalte. Und es ist auch, glaube ich, für jeden Eishockeyspieler klar, dass du musst fit sein. Also Eishockey ist ein konditioneller und kraftaufwendender Sport. Du musst fit sein. Wenn du nicht fit bist, dann spielt man relativ schnell in der dritten oder vierten Linie. Oder gar nicht. Oder bist nicht verletzt. Und das. Wobei wir eigentlich relativ ein gutes Kollektiv in allen Linien haben, muss da man auch mal dazu sagen. Wir haben eine sehr gute Kadertiefe, auf jeden Fall. Max, wie geht's denn mit Yoga? Das ist eigentlich eine gute Ergänzung. Ist ein bisschen neu ins Programm reingekommen. Ihr habt heute Yogastunde gehabt, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja? Ganze Mannschaft oder drücken Sie ein paar davor? Ja, es waren ein paar Leute, waren jetzt ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Die sind aufs Eis gegangen. Das glaube ich nicht. Aber die sind aufs Eis gegangen und die haben jetzt geschaut, dass sie sich für Samstag vorbereiten. Der Großteil war beim Yoga und es tut richtig gut. Es tut richtig gut. Ich glaube, das merken alle. Es ist allein
Verletzungsprophylaxe und weiteres ein Traum. Da sind wir wieder beim Holzklopfen in der Kegelbahn, der und Sportsbar. Ich glaube, wir sind alle richtig happy, dass wir die Möglichkeit haben, das wirklich oft zu machen. Wie groß ist denn eigentlich bei dir die Freude jetzt mit dem Umbau, lieber Toni, wenn das irgendwann bald fertig ist? Weil das irgendwann, das können wir dann vielleicht von Patrick noch rauskitzeln, die Frage. Aber aktuell hat man die Gegebenheiten, nicht die modernste Kabinengegebenheit. Auch euer Equipmentraum ist, sage ich jetzt, dann bald sanierungsbedürftig. Wie groß ist denn da die Freude auch, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Platz bekommt? Ja, das kann uns nur freuen, wenn es besser wird. Man hat zurzeit in der Kabine jetzt nicht viel geändert gegenüber vom Vorjahr. Der einzige Unterschied ist der momentane Zugang. Der ist sehr baustellenmäßig und man muss halt um die ganze Halle herumgehen. Wie gesagt, ich habe jetzt den Plan noch nicht ganz genau gesehen, aber es ist ein eigenes Kammerl für uns geplant und ich hoffe, dass uns unsere Wege kürzer werden. Zurzeit haben wir nämlich unser Lager in der Nähe vom Büro, also man bringt einige Kilometer zusammen, wenn man was braucht. Und da hoffe ich, dass... 60 Kilometer Geld? So, ja. Nein, aber no, das nicht. Kommt man noch verhandeln. Je nachdem, wie lange die Baustelle dauert. Nein, aber ich gehe davon aus, dass das alles zeitgemäß fertig wird und dass wir dann uns darum super einrichten können. Also wir freuen uns natürlich auf diesen Meilenstein. Und liebe Eishockey-Fans, die heute mit live dabei sind, stellt uns Fragen. Dafür sind wir da, dafür machen wir diesen virtuellen Stammtisch. Und einige Fragen sind eingetroffen, aber zuerst mal die Fragen, die uns die Marketingchefin gemeinsam hier aufgeschrieben hat. Lieber Patrick, ein Meilenstein, ich habe es angesprochen, ist endlich bald Realität. Wie stolz und wie froh ist man zugleich, dass man bald einen neuen VIP-Raum hat, neue Räumlichkeiten für die Jungs in Blau-Gelb. Fazit von dir, geht sich so aus, wie man sich wünscht von der Baustelle her? Gerade die Woche einen Termin mit dem Geschäftsführer der Freges gehabt, mit Stiert Zolliver, und der hat gesagt, alle Gewerke voll im Soll, es passt alles. Schau auch tagtäglich einmal auf die Baustelle, wie es weitergeht. Ich würde sagen, so gerade in den letzten 3-4 Wochen hat sich doch sehr viel bewegt, auch nach außen hin, dass man viel sieht. Also die Unternehmen Herzogbau und Co. und alle anderen Gewerke leisten da einen sehr guten Job. Und ja, im Juli ist man schon mal schier gefahren, wo der Bagger vorgefahren ist und man dann hinten ausgeschaut hat. Also nicht, ist man schon sehr mulmig gewesen, aber es ist halt eine Baustelle und an das müssen wir uns dann alle gewöhnen. Und ja, ich kann nur eins sagen, wenn das fertig ist, ist das wirklich Top-Standard in Österreich. Die Kabinen, das Seminar- und VIP-Raum oben, das ist wirklich top. Und auch mit der Glasfront und alles oben. Also da können wir wirklich stolz sein. Und Gott sei Dank auch danke an die Freges, an die Stadtgemeinde Zell am See, ans Land, die das Ganze auch ermöglicht haben. Weil wir spielen in einer professionellen Liga und auch wir brauchen dort ein professionelles Umfeld und wir haben da die letzten Jahre, würde ich jetzt sagen, schon sehr viel im Verein verbessern können und ja, jetzt sind wir dann auf 100%igen Top-Level und es wird die Jungs dann auch nochmal nach vorn pushen und macht uns als Verein und als Standort noch attraktiver, wie wir schon sind. Ihr müsst, sofern ich richtig informiert bin, einmal wechseln die Kabine, oder? Oder bleibt es hier in der Kabine, wird sie vermutlich nicht ausgehen? Also wir werden Mitte Dezember ziehen wir in zwei neue Übergangskabinen und dann, das ist also die Bauphase 1, sollte Mitte Dezember fertig sein. Dann ziehen wir in die Übergangskabinen und dann wird der Bestand, sprich Kabine 1, 2, 3, 4, Schiedsrichter- und Trainerkabine, also alles innen komplett rückgebaut, saniert und wieder aufgebaut. Also sollte dann nach 3 Monaten fertig sein und schauen wir mal, dann werden wir hoffentlich nur Eishockey spielen und dann ziehen wir wieder zurück in unsere Kabinen. Zu den Playoffs, Halbfinale, wie auch immer, das ist noch eine lange Reise, genau. Ja, ganz genau. Max, wie ist denn da die Umstellung für euch als Team, wenn eben da doch Baustellen geschehen tagtäglich ist? Ist es für euch normal oder ist es oder normal geworden oder ist es doch etwas ungewöhnlich? Ja, so viel kriegen wir gar nicht mit. Ab und zu wird halt gebohrt. Das hört man dann halt. Aber
es ist nichts, was wirklich stört, nichts, was unserem Alltag irgendwie schaden könnte, was uns beeinträchtigen könnte. Die Kanten, die brauchen vermutlich dann ganz, ganz wichtig immer die Schutz, wie sagt man zu denen unten, Kufenschoner. Blöd ist es, wenn man vergisst, sie runterzunehmen. Wen ist das letztens passiert beim Match? Meinem Kollegen, dem Alois. Liebe Eishockey-Fans, die in der Halle waren, also das war der Grund, warum er eigentlich ausgerutscht ist. Aber es kann jeder passieren. Er ging auf Nummer sicher, dass die Kufen einfach ja nichts abbekommen von der Baustelle. Genau. Und daher natürlich auch, Patrick, die Frage an dich. Wo habe ich es aufgeschrieben? Genau, letztes Spiel gegen Bregenzer Wald. Haben die Verteidiger zugeschlagen bei den Toren? Grundsätzlich ja immer egal, wer die Tore schießt. Ist es manchmal ein bisschen ärgerlich, dass die Jungs in der Defense dann die Tore machen, beziehungsweise wo scheitert es aktuell, gerade wenn man so sieht, Torschussverhältnis beim Netzen, bei den Stürmern? Grundsätzlich ist es wurscht, wer die Tore schießt und vor allem, wenn die Verteidiger die Tore schießen. Als Verteidiger hast du es noch viel schwerer, aber wenn du als Verteidiger und Tore schießt, dann zeigt es einfach, dass wir hinten gut aufgestellt sind. Und wenn es vorne gerade ein Stürmer ein bisschen happert ist, dass wir einfach mehr Verkehr vom Tor haben. Wir haben große Spiele, wir haben starke Spiele und jeder Tormann in dieser Liga, wenn du dem freie Sicht gibst, fangt er jeden Schuss. Bestes Beispiel gestern, wir hätten viel, viel mehr Verkehr vom Tor braucht. Daran kann es ist nichts, woran man nicht arbeiten kann. Das ist leicht zum Beheben und dann werden die Stürmer auch ein paar mehr Tore schießen. Ganz einfach. Wenn man quasi in eine neue Saison kommt oder rein startet, neues Team, geht man dann eigentlich so ein bisschen in sich und sagt, okay, das sind so meine persönlichen Vorstellungen an Punkten oder bist du da eher einer, der was sagt, Hauptsache gemeinsam mit dem Team gute Leistung am Eis verbringen? Es ist grundsätzlich egal, wer die Tore macht oder wie viele Punkte man macht. Am Ende vom Jahr schauen halt dann viele, also nicht je nachdem, GMs oder andere Trainer auf die Statistik, der hat mehr Punkte, der hat weniger Punkte. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste, dass man als Mannschaft 3 Punkte holt, den Sieg holt. Wer es dann im Endeffekt schießt, ist ganz egal. Das ist auch ein gutes Stichwort mit Statistiken. Bei den Strafminuten sind wir aktuell Weltmeister oder weltmeisterlich unterwegs. Max, du als Tormann kassierst in der Regel kaum eine 2-Minuten-Strafe, also da muss schon ganz blöd hergehen, wenn du wirklich einmal auszuckst, sage ich jetzt einmal. 6 Spiele, 102 Strafminuten, natürlich geschuldet auch das Spiel gegen Jesenice. Wo kann man denn da grundsätzlich einfach ein bisschen besser sich adaptieren im Team? Ja. Oder kann der Tormann da wenig Input geben? Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich nur dafür da, dass wir dann in Unterzahl kein Tor kriegen. Aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir so kleine Sachen wie Stockschläge, Beinstellen, so unnötige Sachen, wo man einfach dann im letzten Moment die Beine nicht bewegen, sondern eher mit dem Stock arbeiten. Sowas müssen wir einfach eliminieren. Und wenn wir das eliminieren, was ich glaube, dass wir schaffen, relativ bald sogar, dann schaut jedes Spiel ganz anders aus. Wenn wir dann wirklich statt 45 Minuten vielleicht 58 Minuten in 5 gegen 5 spielen, dann haben, glaube ich, wenige Mannschaften eine Chance in der Liga, wenn wir auf unserem Top-Niveau spielen. Du hast es angesprochen, also Penalty-Killing, ich muss kurz schauen, wie es ist, aber es ist nicht so schlecht. Grundsätzlich wird man sich ärgern, wenn man 2 Minuten kassiert. Wie ärgerlich ist es denn, wenn man von der Bank aus zusieht, dass einer von deinen Jungs einfach eine blöde Strafe kassiert? Fühlt man mit? Ärgert man sich? Wie geht man denn da mit der Emotionslage um? Sicher ärgert man sich, aber ich muss auch sagen, 102 Strafen, du schauen sehr viel aus, aber es wird auch sehr, sehr kleinlich gepfiffen, auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, Sanierungsbedarf. Man kann auf jeden Fall etwas weniger pfeifen. Vor allem, es ist eine Profiliga, meiner Meinung nach. Und es ist, man kann nicht hart spielen. Vor allem, es wird gefühlt jeder Körperkontakt gestraft. Du bist eben unter anderem einer, der ja schon in der Ebel Erfahrungen gesammelt hat.
Wenn du jetzt so rückblickend Fazit siehst, wie krass ist denn manchmal der Unterschied, jetzt nicht vom Spielgeschehen, aber auch teilweise von der Entscheidung des Schiedsrichters, von den Referees? Die Härte, das Tempo, ein Riesenunterschied ist die Passgenauigkeit und umso genauer deine Pässe sind, umso schneller ist das ganze Spiel. Und die EBL bzw. jetzt die Ice League ist einfach auch viel härter und da sind die Spiele sind alle top trainiert. Die haben, wenn es gegen die Ecke fährst, gegen Thomas Raffel, da bewegt sich gar nichts. Aber wenn es, weiß nicht, ich kann jetzt niemanden rausrufen in unserer Liga, aber es ist, der körperliche Zustand ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Und wenn dann, wie soll ich sagen, ein Typ, der 2 Meter groß ist, in die Ecke fährt gegen einen, weiß nicht, Christian Jennes zum Beispiel, der aber brutale Bomben fahren kann und dann für seine Bomben trotzdem noch gestraft wird, ist halt ein Riesenunterschied. Das ist. Ich verstehe, was du meinst. Und deswegen auch Emotionen. Toni, wie geht's denn dir eigentlich als Equipment Manager? Du bereitest alles vor und dann geht das Spiel los. Wie sehr leidest du mit, emotionstechnisch, oder bist du eher der kühle Kopf der Bande? Ich muss sagen, es gibt da 2 Gesichter von mir. Ich habe nicht jedes Wochenende Dienst. Ich habe nicht jedes Wochenende Dienst. Und wenn ich nicht Dienst habe, schaue ich mir die Spiele gerne vor der Tribüne aus und da sitze ich oft mit Bauch oben, muss ich sagen. Ist mir viel schlimmer, als wenn ich bei einer Bande stehe, weil man hat immer was zum Tun, die 60 Minuten. Ich mache meistens die Tür, da steht man immer unter Strom und muss man immer schauen, wann kommen die Verteidiger. Da kriegt man vom Spiel gar nicht so viel mit. Also wie gesagt, schlimmer ist Zuschauen für mich, als wäre selber an der Bande zu stehen. Und daher auch wieder mal eine Frage an dich, lieber Patrick. Es ist ja die Saison noch nicht allzu lange, aber die Neuzugänge haben wir schon besprochen, die Halle haben wir auch schon besprochen. Wo geht denn für dich persönlich die Reise heuer mit den Zeller Eisbären? Es ist für dich jetzt die 3. Saison quasi hin. Ja, die Ziele haben wir verlautbart, sind Playoff-Teilnahme wieder. Und ja, dann schauen wir mal, dann ist alles möglich. Unser Ziel oder unsere Überzeugung ist, mit der Mannschaft muss man in die Playoffs kommen und also ins Viertelfinale kommen, in die Pre-Playoffs. Und das ist unser Ziel und das müssen wir umsetzen. Zu einer Saison gehören halt immer mehrere Dinge dazu, Verletzungen, Ausfälle. Wir haben die letzten 2 Jahre sehr viele Umstände kennengelernt, die noch dazu kommen können. Und ja, aber summa summarum ist das unser Ziel, ja. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet, denn das sage nicht nur ich als Stadionsprecher, sondern die Medien berichten ständig, Doppelseite in der Kronenzeitung. Das war nicht immer so. Und deswegen auch mal eine Frage, und zwar von Social Media. Die Frage dahingehend, Philipp Meyer, Neuzugang oder eigentlich die letzte Verpflichtung, wie kam es dazu, dass Philipp Meyer jetzt eigentlich wieder bei den Zeller Eisbären spielt? Ja, der Philipp, genauer gesagt, sein Papa ist auf mich zugekommen und hat halt gesagt, dass er mit der aktuellen Situation in Linz nicht zufrieden ist und er würde gern wieder nach Zell am See zurückkommen. Und dann war das logisch für uns, dass ein Einheimischer, der auch Potenzial hat, so wie der Philipp, natürlich bei uns recht herzlich aufgenommen wird. Es war jetzt gar nicht so einfach, weil die Plätze in der Kabine waren alle voll und die Kaderplanung war fertig, aber wie gesagt, noch einmal, Einheimisches ist ein wichtiges und rares Hab und Gut bei uns und das ist schon wichtig, dass einer mehr wieder in Zell am See ist. Da kann ich dem Ganzen nur zustimmen. Mal eine ganz, ganz andere Frage an die 2 Jungs, die aktiv am Eis sind. Der Schütze, du kennst ihn, Max, Bernie Schützenhofer, kein Begriff, aber er war einfach der DJ und auch ein bisschen, wie ist die Formulierung genau, der Kabinenclown. Hat immer gute Stimmung reingebracht. Wer ist denn aktuell so eigentlich der schaut, dass der Sound beim Training passt, beim Warm-up oder grundsätzlich vor dem Spieltag? Wer ist da jetzt zuständig in der Kabine der Zeller Eisbären, Max? DJ bin momentan ich. Wirklich? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob alle zufrieden sind. Ich bin zufrieden. Okay, ja, die Kooperation von Wien hält. Sehr gut. Aber ich glaube, es passt ganz gut. Dann können wir ja auch ein ganz interessantes Thema anreißen. Es wurde, liebe Eishockey-Fans, vor nicht allzu langer Zeit auf meinem Account mal die Frage gestellt, brauchen die Zeller Eisbären nach
gut 10 Saisonen einen neuen Torsound. Und natürlich, einen spielen wir sehr gerne, weil er einfach auch ein bisschen, ja, ich würde es nicht kulturell dazu passt, aber es sind Jungs aus dem Pinzgau und man kann ihn gut Rhythmus, also im Rhythmus kann man mitklatschen. Bakay Cola umschreiben auf Happy Cola wäre dann natürlich jugendschutztechnisch ein bisschen neutraler. Wäre es Zeit für einen neuen Torsound? Wie siehst es du? Du kennst jetzt Avicii erst die zweite Saison, aber du als quasi DJ von den Eisbären, wenn du mal Backup bist, kannst du gerne zu mir rüberkommen. Ja, ich war mit Avicii eigentlich immer sehr zufrieden. Aber ein bisschen Abwechslung ist schon gut. Und ich, jetzt, wo ich höre, dass das schon seit zehn Jahren rennt. Die Emotionslage geht da relativ weit auseinander. Viele sagen, nein, lassen. Und viele Eishockey-Fans, also die Abstimmung war relativ cool. Es waren über 270 Leute, die mitgemacht haben. Das, was dann an Input gekommen ist, war dann eher überschaubar, weil da muss man dann nachdenken, was wäre denn eigentlich ein guter Musikgeschmack? Wie ist denn bei dir der Musikgeschmack, Patrick? Meinst du, was ich gern höre? Ja, Musik? Zum Beispiel, was. Ich höre sehr gern Hip-Hop und mittlerweile Dance-Music. Das ist. Diese zwei Genres, in denen ich mich bewege. Ihr seid du die zweite, du die erste Saison. Liebe Eishockey-Fans, wir hatten vor vielen Jahren mal den Versuch, eine Playlist von den Jungs zu gestalten. Und nachdem das Jan Buhler, ein ehemaliger Legionär, seinen Song uns präsentiert hat, haben wir das auch schnell wieder eingestellt. Würdet ihr euch das eigentlich wünschen, dass wir über die Anlage beim Warm-up mehr eure Kabinenmusik spielen oder sind wir da eh nicht so schlecht unterwegs? Ich finde, das ist nicht gut. Die erste ehrliche Antwort. Nicht schlecht, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von, auch in der Kabine, wenn Spieler allgemein eine Playlist erstellen oder ein, zwei Songs einen Input geben und ein Vorschlag für dich als Torsong, wie wäre es, wenn du individuell für Spieler, egal welcher Spieler ein Tor schießt, einen individuellen Torsong bekommt zum Beispiel. Das ist ein guter Vorschlag, da müssen wir reden über die Zeit, Patrick, ob wir das hinbringen. Also, liebe Eishockey-Fans, ihr seid heute einfach live mit dabei und deswegen wünschenswert Anregungen, solltet ihr den Bomben-Song haben, der für die nächsten Jahre vielleicht passen würde, der mit Cola wird es eher nicht werden, weil er aktuell ein Trendsetter ist. Und wir suchen schon ein bisschen was Langjähriges. Da, glaube ich, ist der Patrick grundsätzlich ein bisschen froh, dass der DJ, unterm Strich auch ich, nicht sagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Also wir stimmen uns schon ein bisschen ab. Und wie wichtig ist denn auch, Patrick, die Abstimmung mit dir und mit dem gesamten Team, das einfach jetzt die letzten Jahre so gewachsen ist? Inwiefern? Allgemein, mit der Abwicklung bei einem Game Day. Viele, die den Patrick kennen, ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre, er ist wirklich on fire. Also er hat mir es vorher gerade erklärt, bald ist ein Spiel, da kann er eine ganze Woche nicht ruhig schlafen. Das ist kein Geheimnis, das kann man auch ruhig mal sagen, denn auch ich bin einer, der sich auf Derbys freut. Und deswegen einfach, wie wichtig ist es, die Kommunikation im Team zu haben, wie sie eben jetzt ist? Vor allem, wir haben, wie gesagt, das ist jetzt kein Bauchpinsel, wir haben wirklich ein super Team, sei es Kara, Kathi, die Steffi, Birgit, alle anderen ehrenamtlichen Helfer oder die Vorstände. Aber ich nehme jetzt gerade einmal die Spieltagsorganisation her, das betrifft die Personen, die ich gerade genannt habe in Hauptinstanz oder auch mit dir. Sind wir uns ehrlich, da herrscht eine Kommunikation, die hat es wahrscheinlich vorher noch nicht gegeben, auch in dem, wie oft telefonieren wir zwar mittlerweile miteinander und ja, das ist einfach wichtig. Das Wichtige ist, dass wir einfach alle miteinander gutes Team sind und auch gut miteinander kommunizieren und das ist einfach das Um und Auf und da macht das Ganze viel mehr Spaß und du kannst viel professioneller und schneller auftreten, wie wenn das alles nur auf zwei Schultern oder vier Schultern verteilt ist und das ist das Um und Auf und deswegen sind wir ja jetzt auch da, wo wir sind. Das ganze Setting, unter anderem einfach viele Vereine anschreiben, besuchen und ganz, ganz wichtig Schulen besuchen. Da seid ihr, glaube ich, aktuell so das rundum beste Vereins, der beste Verein, das wirklich aktiv macht. Toni, du hast selber Kinder, die selber Eishockey spielen. Wie wichtig ist es denn auch für dich als Papa, dass einfach generell die Kinder, Jugendlichen auch einen Zugang zum Eishockey haben, sei es jetzt nur auf der Tribüne als Zuschauer, machen da die Eisbären einen guten Job, aus deiner Sicht? Aus Papa, sage ich jetzt einmal. Ja, konnte nichts dran aussetzen. Ich sage, für Kinder und bei mir sind sie schon
Teenies, Heranwachsende. In der fünften Pubertätsphase. Ja. Ist es sehr wichtig, dass man da Vereine hat, die was sich um die Kinder kümmern, wo man Gemeinschaft lernt, wo man lernt, sie unterzuordnen, miteinander zu spielen. Und ich muss sagen, da hat sich in den letzten Jahren in Zell am See sehr viel getan. Es werden Schulen wieder besucht. Mittlerweile geht es ein bisschen in unsere Richtung, Richtung Saarfelden. Die letzten Jahre waren es schon eher Zell am See und Oberpinskalastik. Aber es geht in eine gute Richtung und wenn man so weiter, dann wird der Nachwuchs auch wieder besser werden. Das Thema eben Werbung, Marketing, ihr habt da wirklich eine Koryphäe im Team. Sie ist auch heute mit dabei, aber sie steht da nicht gern in der Öffentlichkeit. Aber ohne die Cara wird das nicht so funktionieren, wie es eben aktuell funktioniert. Ihr habt gemeinsam diese LED-Wall angeschafft. Ihr macht eine Werbung in Saalfelden auf der LED-Wall. Ihr versucht, die Schulen zu animieren, die Vereine zu animieren und es funktioniert. Wie glücklich macht es einen? Ja, das Schönste ist für mich, und das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, die Saison, wenn einfach Initiativen funktionieren. Und wenn ich habe jetzt mal zwei, drei Spieler mit, ich habe einen von den beiden Nachwuchsleitern immer mit und ja, dann bist du dann am Freitag an 43 Schulklassen. Und natürlich ist das schon ein Aufwand und eine Zeit und für die Spieler, wenn sie um 3 in der Früh vom Auswärtsspiel heimkommen. Aber wir wollen das halt gezielt auch immer so setzen, dass dann am nächsten Tag oder spätestens 2 Tage später ein Spiel ist. Und ja, dann, du siehst es schon beim Warm-up, in was für Richtung das geht, zuschauertechnisch. Und wenn du dann schaust gegen Riten, das letzte Spiel gegen Jesenice, ich weiß das wirklich nicht, die letzten 12, 13 Jahre, dass wir im September, Oktober schon so viele Zuschauer gehabt haben. Und das ist natürlich dann schön, aber jetzt abgesehen von den Schulen, wo der Output sehr groß ist, wir gehen auf große Unternehmen zu, wir schließen mit großen Unternehmen Ticketing-Aktionen, wir bewerben so auch sehr viel. Also auch unser Social Marketing ist sehr gut geworden. LED-Wall Stadtmarketing Saalfelden zum Beispiel ist jetzt schon eine langjährigere Initiative. Aber auch wie der Toni gerade gesagt hat, wir müssen viel mehr da runtergehen, weg von dem Kern aus Zell am See. Und es funktioniert bis dato, aber wir können uns auf dem jetzt auch nicht ausruhen. Wir müssen das weitermachen. Und dann muss man mittelfristig schauen, dass es mit weniger Initiativen auch funktioniert, aber dann gibt es halt wieder andere Dinge, auf die wir uns fokussieren müssen. Da bin ich ganz bei dir. Und Fragen hätte ich Sander Mehr, spricht man das so, oder? Sander Mehr, ist das richtig? Wie Sander Mehr? Max, wieder ein bisschen Richtung Spielgeschehen, Trainingsgeschehen. Wer ist denn so verteidigung- und stürmertechnisch der den schärfsten Schuss hat? Das ist unter anderem eine Frage, die gestellt worden ist vor kurzem. Schärfster Schuss. Patrick Kittinger. Der geht ja einen brutal ansatzlosen Schuss. Ja? Ja. Man weiß nie, wo er hingeht, oder? Weiß nicht, ob das selber war. Aber der Henke, der Henrik Neubauer, hat schon einen ziemlichen Laser. Müsste ich jetzt fast mit dem Henke gehen, ja? Ja. Aus deiner Sicht? Merkt man das? Also, okay. Mega One-Timer. Den hat er schon mehrmals, wo er schon mal da war, gezeigt. Und deswegen auch noch ein paar Fun-Fragen, oder die auch ein bisschen einfach unterhaltsam sein sollen. Und deswegen die Frage, die kommt von einem Spieler von euren Reihen. Die 97 hat er auf dem Rücken und die geht speziell an dich, lieber Patrick. Der Freddy fragt, was benutzt du für deine Haare, dass sie so schön glänzen? Ehrlich gesagt, nichts. Natura. Natur. Natur gute pur. Gene. Danke, meine Familie. Nein, ich habe keine Haarpflegeprodukte. Okay. Freddy hat gefragt und wir haben sie auch gestellt. Und soll es irgendwelche unterschiedlichen Meinungen geben, bitte einfach beim nächsten Training dann zu machen. Und deswegen auch gutes Stichwort Training. Samstag geht es wieder zu Hause gegen Meran ran. Endlich wieder Heimspiel, Heimatmosphäre. Wie wichtig ist euch, der Patrick hat es angesprochen, beim Warm-up auch schon Leute wieder in der Eishalle zu haben? Also das war früher nicht immer der Fall. Wir hatten auch schon Phasen in einer Saison, wo gerade zu Dezember, wo eben Krampusläufe, Brauchtumsläufe sind, 200, 300, 400 Leute. Und die sind jetzt mittlerweile beim Warm-up schon da. Wie lässig ist es? Nimmt man es wahr beim Warm-up? Generell beim Spiel vermutlich die Stimmung schon. Wie geht es euch damit?
Ja, man merkt es auf jeden Fall. Und auch, ich sage jetzt einmal, du hast nicht jeden Tag einen super Tag. Und wenn du dann in die Halle kommst und du gehst zum On-Ice-Warm-Up und denkst da, vielleicht kein unglaublich guter Tag, und dann sind schon 300-400 Leute in der Halle, das peitscht dich schon einmal vor und macht dich, da bist du automatisch bereit für die Partie. Du kennst jetzt, sage ich mal, letzte Saison Kitzbühel. Die haben in der Regel auch ein bisschen einen besseren Zuschauerschnitt als manche andere Teams. Frustriert es auch ein bisschen manchmal, wenn man dann, nimm jetzt gerade Cortina her, vor fast leeren Rängen spielt? Ist das schade für den Eishockeysport, ja, in der Alpshockey League? Vor allem, ich weiß nicht, was gibt es in Cortina sonst außer Eishockey? Außer im Winter der Skitourismus. Vor allem, die haben eine Riesenhalle. Damals ist Olympia da drinnen gespielt worden, wenn ich mich nicht täusche. 56 oder 76. Ist ja wurscht, ja. Aber auf jeden Fall ist es eine mega Halle. Und es ist schon schade, dass nicht so viele Fans dort sind. Wie ich vergleiche mit Jesenice zum Beispiel. Das ist dort schon ordentlich was los auch. Aber bei uns ist, ich denke, dass jedes Team gerne gegen uns spielt, vor allem hier, weil da der Zuschauerschnitt top ist. Man hat es letztens gesehen, gegen Ritten, wie die Jungs dann eigentlich auch beim kurz vor dem Bully Drop mitgehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir einen guten Job machen, dass viele Leute in der Eishalle sind. Wie gehst du damit um, Toni? Ist es dir relativ, sag jetzt einmal, wurscht, wie viele Leute auswärts sind? Ist es ein Vorteil, als Außenstehender oder beziehungsweise als nicht aktiver Spieler, sondern einfach als wichtiger Mann im Equipment-Bereich zu sehen, okay, stimmungstechnisch wird es heute für beide Mannschaften eigentlich nicht das Spiel wie gewünscht? Na, man merkt schon, wenn man speziell gewisse Hallen in Südtirol kommt, dass das Interesse nicht so da ist wie bei uns. Mir persönlich muss es wurscht sein, ehrlich gesagt. Ich mache meinen Job. Für die Spieler ist es halt ab und zu schon, ich glaube auch speziell für die Mannschaft, was da daheim ist, ist das nicht immer so lustig. Und darum kommen sie, glaube ich, alle gern daher. Obwohl es schwierig zum Spielen ist bei uns, aber ich glaube, dass da sehen, was möglich wäre, wenn die Fans hinter einer Mannschaft stehen. Wir haben ja eines der, ja, sage ich mal, maximal größten Eisflächen in der Liga. Also wir schöpfen eigentlich das Reglement aus, 60x30. Und wie sehr siehst es denn du als Geschäftsführer? Soll da auch ein bisschen eigentlich der Input kommen von der Liga an die Vereine, dass man da ein bisschen was macht? Denn ihr macht ja auch den Job wie manche andere. Oder ist es nicht der Aufgabenbereich eines Schwarz-Patrick, um zu sagen, liebe Leute, gibt es ein bisschen Gas in der Alpshockey League, dass auch da die Zuschauerschnitte ein bisschen nach oben gehen? Im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht die Aufgabe der Liga, die Vereine. Die Liga sollte das Gesamtprodukt vermarkten, und ja, meine Position ist es auch nicht, den anderen Vereinen zu sagen, was sie zum Tun haben. Wir schauen auf uns, wir wollen es bei uns umsetzen, und ja, ich glaube auch, dass es für unsere Spieler cool war, wenn sie irgendwo anders in Süd, ist ja auch nicht überall so, aber es gibt halt zwei, drei Vereine da unten, da schauen halt nur 150 Leute oder 200 Leute zu, und ich glaube, dass es auch dort cool ist, wenn die Halle voll ist und eine super Stimmung ist, weil die sparen ja noch mehr an, wenn es dann ein Tor schießt dort, und dann pfeifen die 1.000, 1.500 Leute aus, und ja, aber ist jeder für sich selbst verantwortlich. Jetzt haben wir ein paar Runden erst gespielt, und die Herrschaften von der Würth Arena, ich habe da ein bisschen selber nochmal schauen müssen, wer das eigentlich ist mit Underland oder Unterland. Underland, Unterland, Underland, die Cavaliers, ja. Neumarkt. Martin Neumarkt. Eckert, ja. Dazu mal, glaube ich, sogar Meister geworden. Meister geworden, ja. Spannende Mannschaft, oder? Wie sieht es hier das? 5 Spiele, 5 Siege, souverän gestartet, oder? Ja. Patrick? Ich denke, für dieses Team auf jeden Fall ein Traumstart. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich spielen. Ich habe kein Spiel von denen verfolgt oder Highlights. Wir werden sehen, wie gut sie sind, wenn sie gegen uns spielen. Deine Einschätzung, Max? Einfach jetzt ziemlich so vom gleich. Gefühl? Okay. Ziemlich gleich. Ich muss sagen, keine Ahnung. Ich habe noch kein Spiel angeschaut von ihnen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das erste Spiel läuft gegen sie. Weil es kommt halt immer darauf an, wie ist ihr Spielstil, wie ist unser Spielstil. Wenn das aufeinander kommt, dann wie rennt das? Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein harter Battle gegen die, auf jeden Fall. Videoanalyse
beziehungsweise wie viele Spiele bereitest du dich so vom Kopf her vor oder immer nur Step by Step, Spiel für Spiel? Oder blickt man auch ein bisschen auf den, ja, sag ich mal, Spielplan, der doch sehr intensiv ist, Patrick? Ich denke, es ist Step by Step. Ich gehe zum Beispiel das Spiel von gestern, du schaust dir deine Shifts an, mache ich persönlich, schaue, welche Fehler ich gemacht habe, wo ich mich dann verbessern kann, und dann ist das abgehakt und dann geht es zum nächsten Spiel. Analysiert ihr das Spiel von gestern heute zum Beispiel schon nach oder wird nicht jedes Spiel analysiert mit dem Team? Ich versuche schon, auch wenn die Spiele sehr knapp aneinander kommen, dass ich zumindest, auch wenn nur ein Tag dazwischen ist, dass ich mir dann zumindest die Tore anschaue, ein paar Situationen aus der defensiven Zone, einfach um aus den Fehlern zu lernen. Aber ich schaue mir jetzt nicht die ganze Partie an immer, muss ich auch sagen. Es kam noch eine Frage herein, die geht unter anderem mal auch an mich, wie ich mit meinen Emotionen bei einem Spiel umgehe. Die Crew rund um Christian und Lukas Bortenkirchner, die kennen es, die hucken oben im Container. Ich bin mehr wie mit 100% dabei und ich weiß nicht, ob es du mitbekommen hast. Du bist das erste Mal in die Strafbank und hast ein bisschen gewütet und dann habe ich schon gesagt, Ruhe. Darin ist er Ruhe, da bin ich der Chef. Also es gibt auch auf der anderen Seite jemanden, also um die Frage zu beantworten, ja, meine Emotionen sind ähnlich wie bei den Fans, nur halt gesitteter, sofern das Mikrofon hoffentlich auch immer ausgeschaltet ist. Ist zum Glück erst zweimal passiert. So die letzte Runde von mir an euch, wir haben das jetzt schon durchgesprochen, Meran ist der nächste Gegner. Aber bald dann auch Kitzbühel und wir haben ja für die nächsten Spiele immer wieder irgendwelche Highlights. Was ist denn so dein persönliches Highlight im Rahmen jetzt Family Day? Es gibt dann die Bründl Sports, Hockey Night und so weiter. Auf was freust du dich einfach, außer dass wir wieder gute oder gut befüllte Ränge haben in der Kekelit Arena, Patrick? Ich freue mich eigentlich auf jedes der Motos. Die haben wir gemeinsam festgelegt, aber ja. Besondere Leckerbissen werden sicher die zwei Feiertagsspiele am 26.10. gegen die Steel Wings Linz und am 1. November gegen Kitzbühel im Derby. Das, ja, ist Family und Kids Day jeweils bei den zwei. Und ja, spielen wir schon um 18 Uhr und da wollen wir die Hütte anfüllen. Also da auf die freuen wir uns besonders schon, die zwei Spiele. Eine Frage ist auch noch reingekommen und zwar Spiel gegen Jesenice. Patrick, zu mir schauen. Nicht ablesen, weil sonst war es die Frage vor mir. Gab es Konsequenzen seitens der Liga gegen das Match? Wir haben mit der Liga kommuniziert und es ist natürlich analysiert auch die Liga und der Schiedsrichter beauftragte die Spiele mit die Schiedsrichter und natürlich werden da auch Dinge besprochen und ja. Nicht für die Öffentlichkeit jetzt. Nicht für die Öffentlichkeit und die Strafausmaß, was beide Seiten jeweils die Spieler dafür bekommen haben, ist die wissen wir. Also somit haben wir auch diese Frage beantwortet. Lieber Max, am Samstag geht's los und wieder vor vollem Haus oder gut gefüllten Haus. Was sind so deine nächsten wichtigen Matches, außer jedes Match zu Hause? Gibt's Highlights? Ich freue mich auf jedes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch bei den Mottos nicht zu 100%. Ist nicht schlimm. Zeller Wiesen, das wär's noch. Nächstes Jahr wär's vielleicht einmal, vielleicht finden wir irgendeinen Sponsor. Also eigentlich hätten wir eigentlich relativ einen guten Getränkepartner, die was uns vielleicht wirklich einmal mit einem Wiesen auswidt. Das könnten wir uns aufschreiben. Cara, haben wir schon notiert für nächstes Jahr. Das wäre was. Na, Zeller Wiesen, du hast sie vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ich persönlich finde es sehr cool, dass einfach auch solche Punkte gesetzt werden. Wie sehr freust du dich drüber, wenn es eben ein Zeller Wiesen gibt? In Wien gibt es genug Wiesen. Ja, es ist echt fein, wenn man einfach merkt, okay, der Verein tut sich relativ viel an, einfach alle Fans irgendwie abzuholen. Das ist durchdacht und das ist einfach Entertainment pur. Das merkt man dann auch als Spieler, weil einfach die Fans ganz anders in die Halle kommen. Ah, cool. Patrick, hast du Lederhosen? Nein. Ah, okay.
haben wir wieder einen Punkt, in was wir nächstes Jahr ergänzen können. Wenn da wäre auch einmal was Lässiges. Warm-up, Trocken-Warm-up mit der Lederhosen, das wäre sicher für... Das wäre kontraproduktiv. Kontraproduktiv, okay. Also da ist man doch zu ehrgeizig. Toni, deinerseits, man hofft einfach auf wenig Schlägerbrüche, dass man durchkommt. Du hast es ganz am Anfang angesprochen, Materialknappheit gibt es vermutlich bei allen Vereinen und natürlich auch beim Hersteller. Wo gibt es denn sonst eben Wünsche? Wo soll einfach das Equipment lange halten? Wo haben wir Engpässe? Ja, mittlerweile hat sich relativ gut eingependelt. Ich muss sagen, schlägertechnisch sind wir bei Warwehr sehr gut aufgestellt. Was ich weiß, das ist einer von den großen Herstellern, die selber eine eigene Fabrik haben. Also da sind wir mit den Lieferzeiten sehr gut dabei. Ansonsten bin ich überzeugt, dass wir die Saison gut umbringen und dass das Zeug halten wird. Wenn es einmal ist, dann muss man halt ein bisschen handwerkliches Geschick auch spielen lassen, dann werden wir das schon halbwegs herrichten. Er schmunzelt. Und deswegen gibt es vermutlich da noch vielleicht irgendeine kleine Anekdote. Hat er schon wirklich einmal gezimmert? Beim Herrn Zimmermann, beim Equipment? Ja. Ja? Es gibt immer ein paar Kleinigkeiten, wo der Toni einmal Hand anlegt. Ja. Aber ich muss sagen, der Toni ist talentiert. Toni ist richtig talentiert. Sehr vielseitig im Bereich der Technik. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für euren Bereich, dass man da auch ein bisschen flexibel das Ganze anpacken kann und nicht immer auf jeden einzelnen Schrauben etc. angewiesen ist. Das ist so ein Vorteil, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Also ein bisschen, was sieht man schon handwerklich verstehen. Tut man sich ein bisschen leichter und man muss sich nicht immer auf die Lieferanten verlassen. Man kann ein bisschen selber was in die Hand nehmen. Es wäre auch kontraproduktiv, wenn man zwei linke Hände hätte, wie mit der Lederhose bei einem trockenen Warm-up. Ja, liebe Eishockey-Fans, eine Stunde ist um und da jetzt fast keine Fragen mehr eingetroffen sind und noch abschließend ich die Jungs fragen möchte, habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Anregungen an die Fans, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, denn sonst schließen wir in Kürze den dritten virtuellen Stammtisch in einer neuen Location in der Kegelbahn, in der Sportsbar. Ja, ich möchte mich im Namen von allen Vorständen bei dem Vertrauen der ganzen Fans und Zuschauer und der regen Anteilnahme auch bei unseren Spielern bedanken und ja, hoffentlich geht es so weiter. Wir werden, wie gesagt, solche Initiativen und Entertainment pur, wie der Max gesagt hat, weiterhin bieten, am Eis genauso abseits vom Eis und ja, danke auch an unser super Media-Team, an Lukas Bortenkirchner und seinen Papa, an Christian Bortenkirchner, die unser LED-Wall betreuen, die einen Livestream in Full-HD-Qualität mit Replays und alles auf die Füße stellen, das ist nicht selbstverständlich und ja, danke an alle anderen und Galle, spezielles Danke an die, dass du trotz deinen 13, 14 Stunden Arbeitstag heute noch mit uns da sitzt und das runterdruckst und wir uns in zwei Tagen schon wiedersehen. Wahrscheinlich rufst du mich morgen an, also werden wir morgen wieder was voneinander hören. Danke und danke auch an euch Jungs. Wunderbar. Also sehr, sehr nette Worte von Patrick Schwarz und in diesem Sinne verabschieden wir uns in den heutigen gemütlichen Feierabend. Sehen uns aber bereits am Samstag wieder bei vollem Haus, wenn es heißt, wir kommen zum Starting Six der Zeller Eisbären, heute mit ruhigerer Stimme in der Kekelit Arena. 19:30 Uhr geht's los und wir freuen uns einfach wieder, wenn ihr, liebe Eishockey-Fans, die heute zugeschaut haben, dann auch wieder am Samstag gegen Meran in der Halle sind. In diesem Sinne sage ich danke an Toni, Patrick, Max und Patrick fürs Kommen. Danke eben an alle, die heute mitgewirkt haben. Hinter der Kamera, schönen Feierabend und bis zum Samstag. Das war's mit dem dritten virtuellen Stammtisch in der Sportsbar bzw. Kegelbahn. Und wir sagen Dadi Soche, langes Leben. Diese Live-Sendung wird Ihnen präsentiert von LPVD. Medienproduktion, Livestreaming und Verleih. www.lpvd.at